Ja, einen wunderschönen guten Morgen zu unserem Gottesdienst. Jawohl, ein freudiges Echo. Trinkt mir entgegen, das ist schon mal ganz gut. Ja. Das heißt, ihr seid herzlich willkommen. Ja, unser Thema heute im Gottesdienst heißt Glauben, ich genau weiß es ehrlich gesagt gar nicht, das geht, Herr Christoph hat es sich nicht so ganz festgelegt, also es geht um Glauben und Zweifel. Und da will ich erstmal so einen kleinen Test mit euch machen, ob ihr denn nun auch bereit seid für dieses Thema. Wer von euch glaubt denn, dass es heute Nachmittag um 17 Uhr Regen geben wird? Bitte mal um Handzeichen, damit wir, wer glaubt heute um 17 Uhr, wer zweifelt daran? Gut, also es gibt Glaubende und Zweifler. Wer glaubt, ich sag mal, wir haben ja, die Jüngeren unter uns kennen ja nur Bayern München als deutscher Meister, dieses Jahr könnte es anders werden, Andi, genau. Wer glaubt daran, dass Bayern Leverkusen es dieses Jahr schafft, deutscher Meister zu werden? Bayer Leverkusen, genau. Wer zweifelt daran? Hui, mutig. Aber ihr seht, es gibt auch Zweifler unter uns. Ja, Glaubende und Zweifler. Ich denke, die zwei Fragen, damit lassen wir das, um es mal so ein bisschen zu verdeutlichen, um was es geht. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, Vater, wir wollen dir danken, dass wir uns heute Morgen hier versammeln dürfen, um auf dein Wort zu hören. Herr, wir wollen dir danken, dass wir heute Morgen gemeinsam das Abendmahl feiern dürfen, dass wir uns daran erinnern und dass wir dir danken können, Herr, dass du für uns gestorben bist, für unsere Sünden, dass du ans Kreuz gegangen bist und auferstanden bist, Herr. Und Herr, wir wollen wirklich glauben, dass du alle Fäden in dieser Welt in der Hand hältst, Herr. Bei uns hier in der Gemeinde, in unserem Leben, aber Herr, auch auf der großen Weltbühne. Heute Nacht, einige werden es mitbekommen haben, der Iran hat heute Nacht Israel angegriffen. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass du da einfach die Hand drüber hältst und dass du es lenkst, dass du den Politikern wirklich jetzt Besinnung schenkst und ja, dass sie einfach nach deinem Willen fragen, Herr, es ist dein Volk Israel, du hast es verheißen, dass du zu ihm stehst, aber manchmal ist es auch schwer zu verstehen, ob dein Volk auch dich um Rat fragt und einfach bei dir Weisung und Rat holt, wie es auch die politischen Entscheidungen treffen soll. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass du der Vernunft schenkst, bei allen und dass du deine Hand wirklich darüber hältst, dass dieses Szenario nicht eskaliert. Ja, Vater, so wollen wir dich bitten, dass du jetzt hier bei uns bist, in unserer Gemeinde und bei allen denen, die heute Morgen nicht da sein können. Herr, segne du auch sie, sei du ihnen nahe. Ja, und Herr, habe du Dank, dass du uns die Zusage gegeben hast, jeden Tag bei uns zu sein. Amen. Ja, manchmal ist es gut, wenn man sich nicht allzu früh vorbereitet. Da bin ich ja eigentlich gar kein Freund von. Ich bin immer ein Mann der letzten Stunde. Und somit kommt ihr jetzt heute Morgen in den Genuss eines Gedichtes, was überschrieben ist, Mein Unglaube. Das haben wir gestern Abend gehört, da waren wir in Achenbach in der FEG, da war eine Sängerin, Jelena Herder hieß die, und mit ihrem Mann, und die haben Poesie und Musik gemacht, und von den Texten war das wirklich sehr gut. Und ich möchte euch ein Gedicht dessen, was die Jelena gestern Abend vorgetragen hat, möchte ich euch teilhaben lassen. Überschrieben, Mein Unglaube. Mein Unglaube ist mir ein geduldeter Gefährte geworden.
der mit mir pilgert auf dem Weg zu einem heiligen Ort. Ich weiß nicht, wie weit es ist und auch nicht genau, wo ich bin. Manchmal hänge ich ihn ab, manchmal holt er mich ein. Er ist ein stiller Zeitgenosse, keiner, der diskutiert, ironische Fragen stellt, mit Argumenten um sich wirft oder in Gedanken bohrt. Ich weiß, er hat so manche scheinbar ungehörte Gebete im Gepäck. An seinen Schultern zieht die Last der Verheißungen, die verzweifelt auf sich warten lassen. Und in den Hosentaschen hat er so oft noch zerbrochene Hoffnung. Mein Unglaube ist ein stiller Zeitgenosse. Manchmal werfen wir uns prüfende Seitenblicke zu und fragen uns, wo der andere in Gedanken gerade ist, während wir diesen Weg hier zusammen gehen. Mein Unglaube ist ein stiller Zeitgenosse, und auch wenn ich mich seiner Gegenwart bei meinem Wandern am Anfang gestört hat, ist er mir doch ein geduldeter und hin und wieder sogar sehr geschätzter Gefährte geworden. Denn manchmal passiert es mitten auf der Reise, da reißt er die Augen auf und muss sie sich kurz reiben. Manchmal passiert es, da schaut er mich groß an, zieht vielsagend die Augenbrauen hoch und er muss noch nicht mal was sagen. Ich spüre seinen Blick, ein riesiges, wirklich, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und manchmal passiert es, da schaut er verstohlen weg. Und ich weiß, es glitzert in seinen Augenwinkeln. Ich frage mich, ob das Heilige der Orte, zu denen ich pilgere, vielleicht ohne ihn nie erlebt hätte. Wir singen ein erstes Lied. Einige Infos weitergeben. Am 21. April haben wir auch hier wieder Gottesdienst mit Christoph Henz um 10.30 Uhr.
Nach dem Gottesdienst am 28. April, also in 14 Tagen, wollen wir als Gemeinde noch zurückbleiben, weil die Gemeindeleitung noch etwas bekannt geben wird. Aufgrund mehrerer Konfirmationen wird der Gottesdienst, den die junge Generation gestalten will, verschoben auf den 5. Mai, weil einige jüngere und ältere Geschwister und auch die, die von den jungen Leuten eingeladen werden sollen, an Konfirmationsfeiern teilnehmen. Das hat sich halt überschnitten, aber deshalb haben wir es halt auch verschoben. Auf den Stühlen liegen ja Kärtchen, da könnt ihr auch noch mal gucken. Das ist also dieser Gottesdienst am 5. Mai anbefohlen und der Dorfgottesdienst, der an dem Sonntag drauf, glaube ich, folgt, dass ihr auch dafür ganz speziell betet. An dem Gottesdienst, an dem Tag, findet dann kein normaler Gottesdienst statt. Mein lieber Johannes. Ich schreibe einen Brief an Johannes. Er ist ein alter Freund. Wisst ihr, wir waren ja zusammen bei den Jüngern, sind zusammen mit Jesus umhergelaufen. Jetzt wohnt er in Ephesus und er sorgt für Maria, also der Mutter von Jesu.
obwohl die hatte ja auch noch andere Söhne, aber Johannes solle sich um sie kümmern. So war es der Wille von Jesus. Nimm einen herzlichen Gruß von deinem Freund Thomas. Ja, wir haben viel Wunderbares erlebt gemeinsam mit Jesus. Wir 12. Nachher waren wir ja nur noch 11. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Was hatten wir große Erwartungen in Jesus? Als ich dann herausstellte, dass er der Gottessohn ist, als das immer deutlicher wurde, da haben wir alle Hoffnungen in ihn gesetzt. Und dann die Enttäuschung. Am Kreuz, gestorben, grausam hingerichtet. Also ich kann euch sagen, eine Welt ist für uns dort zusammengebrochen. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass du vorhast, aus deiner Sicht noch einmal aufzuschreiben, was du mit Jesus erlebt hast. Es gibt ja schon solche Schriften, schon drei Evangelien, wisst ihr? Also der Markus, der Matthäus und der Lukas, die haben das ja auch schon mal niedergeschrieben. Und der Markus war der Vetter von Barnabas, wenn ihr das wisst, genau, wisst ihr wahrscheinlich nicht. Und der war damals noch ein Kind, aber der war ja immer dabei als Kind schon, weil wir ja in dessen Haus viel gewesen sind und er viele Geschichten da schon als Kind live miterlebt hat. Und später war er ja dann auch unterwegs mit Petrus und von dem wird er ja auch dann einiges erfahren haben. Und so hat er das halt alles aufgeschrieben. Und Matthäus hat auch ein Evangelium geschrieben. Matthäus war ja einer von uns, einer von den Zwölfen, auch genannt Levi. Der war ja der Zöllner, der vorher im Prinzip denen da am Zoll die erleichtert hat. Gell? Der Meckes, aber er hat dann die Kurve bekommen. Und dann noch Lukas. Lukas war ja eigentlich gar kein Jude. Wie ihr wisst, aber er war Arzt, aber er hat dann das alles eigentlich gar nicht mitbekommen. Lukas ist mit Paulus umhergezogen, hat da natürlich einiges bekommen und Lukas hat sehr gut recherchiert, hat also Leute gefragt, Zeitzeugen und hat das dann dort dann zusammengetragen. Nun gut, weiter im Brief. Ich kenne die Berichte von Markus, Matthäus und Lukas. Ich finde es nur schade, dass mein Erlebnis mit dem Auferstandenen nicht darin vorkommt. Also nicht, dass ich jetzt hier gern Ruhmsucht habe, also da jetzt da unbedingt erwähnt werden will mit meinem Namen, aber also ganz im Gegenteil. Aber trotzdem. Obwohl es da nichts zu rühmen gibt, wisst ihr, ich war ein Zweifler. Also stellt euch vor, ich war jetzt nicht dabei, gerade in dem Moment war ich mal nicht dabei, einmal nicht dabei. So, da kommt Jesus, erzählen die mir das, der kommt durch die zu eine Tür da rein und sagt, Friede sei mit euch. Und das haben die mir dann nachher erzählt, also ich konnte das nicht glauben, also ganz ehrlich. Und dann 8 Tage später, wir waren wieder zusammen, schwupp, durch die zu eine Tür, wir hatten die gut verriegelt, weil wir ja auch Angst hatten, dass im Prinzip, dass wir jetzt auch verfolgt würden und gefangen genommen wurden, hatten wir die wirklich gut verriegelt und schwupp, steht er da. Wie? Keiner hat die Tür geöffnet. Das war schon Wahnsinn. Und dann kommt er auch noch direkt auf mich zu, auf mich, dann sagt er hier, Thomas, leg die Hände auf meine Wunden. Und wusste ich gar nicht, hat irgendeiner von denen hatte wahrscheinlich gepetzt, dass ich das nicht geglaubt habe. Und dann habe ich gesagt, ja, also wahrhaftig, du bist Jesus, du bist auferstanden.
Und dann sagt er zu mir, nur weil du jetzt gesehen hast, glaubst du. Aber selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Da hatte ich natürlich gleich eine Abfuhr mitbekommen. Ja. Nun gut, aber das ist auch schon wichtig für die Nachwelt. Darum, lieber Johannes, wollte ich dich bitten, mein Erlebnis in deinem Bericht nicht auch noch zu unterschlagen. Naja, ich verstehe ja, dass die drei das weggelassen haben. Es gab ja schon vieles Wichtiges auch zu berichten, aber trotz alledem. Na, ich will noch mal ganz kurz. So. Ich hoffe, du erinnerst dich an diese Begebenheit. PS, wir singen ein nächstes Lied. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wer Kinder hat, kennt das. Besonders dann, wenn man mit kleinen Kindern, die jetzt vielleicht so gerade anfangen zu krabbeln oder laufen können, bei Freunden zu Besuch ist. Das ist ja für ein Kind immer so mehr oder weniger Neuland. Und Neuland muss entdeckt werden. Und je nachdem, bei wem man zu Gast ist, dann ist es immer so ein bisschen schwierig und dann steigt der Stresslevel der Eltern vorher schon an, weil man weiß, die haben alles genau an dem Platz, wo es hingehört. Dann kommen sie mit ihrem Kind und dieses Kind krabbelt und krabbelt auf den CD-Ständer zu oder krabbelt auf das Bücherregal zu. Und dann hört man ganz oft den Satz, nicht anfassen. Bloß nicht anfassen. Kennt ihr das? Erinnert ihr euch noch? Manche Kinder sind da ein wenig leichter zu steuern als andere. Also ich habe da so ein Erlebnis gehabt. Ein junger, ich schätze den damals auf vielleicht 4, 5. Wir waren beim Freund zu Gast und der hatte so große, damals war so große Lautsprecherboxen. Da hat man vorne die Membrane abgenommen, dann sah man innen drin die großen Lautsprecher und so, das sah richtig cool aus. Und der kleine Kerl, der ging da zielstrebig auf diesen Lautsprecher zu und der Vater sagte, nein. Und der Junge ging weiter. Kurz vor dem Lautsprecher blieb er stehen, guckte seinen Papa an und machte so. Und der Papa, nein. Und der Junge, butsch. Also manche sind leichter zu lenken, andere nicht so leicht. Aber vielleicht kennt ihr diesen Spruch noch. Ist alkoholfrei. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an das,
was die Werbung für sich entdeckt hat. Wisst ihr, was jetzt kommt? Vor langer Zeit gab es eine Werbung. Der damalige Manager von Schalke 04 und seine damalige Lebensgefährtin haben ihn aufgenommen. Und dann schüttet er sich ein Bier ein und sie guckt und er sagt, nur gucken, nicht anfassen. Nur gucken, nicht anfassen. Das ist alles, die Werbung hat das für sich entdeckt, aber im Grunde genommen ist es ein Satz, den wir schon für über 1900 Jahre in der Bibel lesen. Nach der Auferstehung, Jesus begegnet Maria und sie will ihn anfassen und er sagt, nein, du kannst mich nicht anfassen. Gucken kannst du, aber anfassen geht nicht. Und wir haben eben von Thomas gehört, der seinen Brief geschrieben hat an Johannes und hat ihn gebeten, doch seine Geschichte mit hineinzunehmen. Und um diese Geschichte wird es heute Morgen gehen, dass wir das mal miteinander lesen, was im Johannesevangelium steht, was Johannes aufgenommen hat von Thomas, der mit ihm unterwegs gewesen ist. Und da lesen wir, als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der 12, nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen, niemals werde ich das glauben. Da muss ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinen Fingern fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen, sonst nicht. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen, die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Da wandte er sich an Thomas und sagte, lege deine Finger hierher und sieh dir meine Hände an, streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde, hör auf zu zweifeln und glaube. Und da antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. Ich habe hier an dieser Stelle mal Schluss gemacht, der andere Satz, der kommt auch noch, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Aber für mich war das hier ein ganz starker Ausdruck nochmal von dem, wie Thomas vom Zweifel zurück zum Glauben findet. Und das möchte ich euch mit euch heute Morgen ein wenig anschauen. Und für meine erste These ist, Unglaube und Zweifel sind nicht immer identisch. Übrigens, nebenbei bemerkt, ihr seht, es gibt ein neues Layout. Das alte hatte ausgedient und Johanna war so frei und hat sich mal ein bisschen hingesetzt und nach Ostern ist alles anders. Ne? Selbst die Präsentation hier bei uns im Gemeindehaus. Also Unglaube und Zweifel sind nicht immer identisch. Thomas ist ein Mensch, der uns im Johannesevangelium als ein sehr realistischer Mensch vorgestellt wird. Johannes 11, wo es darum geht, dass Jesus sagt, es geht nach Jerusalem und da werde ich sterben, dann sagt Johannes, lasst uns mit ihm gehen, damit wir mit ihm sterben. Nach dem Motto, wenn es denn so ist, dann ist es so. Oder Johannes 14 wird uns berichtet, wo Jesus sagt, ihr wisst ja, wo ich hingehe. Und Thomas ist der, der sagt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo du hingehst. Wie soll ich den Weg dahin finden? Also er war ein Realist. Er war einer, der mit beiden Beinen im Leben stand. Und er war derjenige, der so die Realität einfach sah. Und das macht natürlich auch was mit einem Menschen, der so gestrickt ist, der braucht auch handfeste Beweise, ob auch diese Realität wirklich eingetroffen ist, beziehungsweise ob sie dann da ist. Warum Thomas mit den anderen nicht zusammen war, als Jesus das erste Mal erschienen ist, wissen wir nicht. Man kann das spekulieren. Aber Fakt ist, er war nicht dabei. Und als die anderen es ihm erzählen, dann sagt er, das glaube ich euch nicht. Und wir haben das eben gelesen, niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinen Fingern fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen, sonst nicht. Er braucht handfeste Beweise. Und für mich ist deshalb Zweifel und Unglaube nicht immer identisch, weil es unterschiedliche Arten gibt zu zweifeln. Es gibt unterschiedliche Arten von Zweifel. Es gibt einen sogenannten verliebten Zweifel.
Der dient dazu, sich etwas vom Leib zu halten. Vielleicht kennt ihr das. Das sieht man ganz oft in Diskussionen. Da werden also Zweifel angeführt, da werden Zweifel ins Feld geführt. Da gibt es Dinge, die gesagt werden, aber nicht um das Eigentliche zu erleben und auch zu hinterfragen, um weiterzukommen, sondern man spielt damit. Intellektueller Zweifel. Also ich kann nicht glauben, dass es einen Gott gibt, der so vieles zulässt. Das kann richtig sein, das kann aber auch so ein intellektueller Zweifel sein, wo man sich damit auseinandersetzt und im Grunde genommen geht es hier nicht darum, weiterzukommen, den Zweifel zu überwinden, sondern es geht darum, sich etwas vom Leib zu halten. Und das kann auch sehr fromm und sehr theologisch daherkommen. Man kann sich über viele Dinge debattieren, man kann vieles hören, man kann vieles sagen. Aber ob es mich weiterbringt, hängt damit zusammen, ob ich im Intellekt bleibe und mich nur eventuell theoretisch damit auseinandersetze. Und es gibt einen zweiten Zweifel, einen stolzer Zweifel, der sagt, ich weiß doch alles besser. Also der davon ausgeht, dass das, was mir gesagt worden ist, das bezweifle ich, weil ich weiß es doch besser. Und vielleicht habt ihr mit solchen Menschen auch schon mal zu tun gehabt. Da ist kein Rankommen. Da kann man sich den Mund fusselig reden. Da kann man auch Beweise ins Feld führen. Dann ist plötzlich dieses Ding einfach weg. Wir hatten in der vergangenen Zeit, in der jüngsten Vergangenheit, ein Erlebnis mit einem Mann, der unser altes Auto kaufen wollte. Und da war das genauso. Er hatte Recht und wir hatten Unrecht. Und alle Argumente, die zählten nicht. Das wurde überhaupt nicht gehört. Und im Glauben kann das genauso sein, dass es einen stolzen Zweifel gibt, wo Dinge an mich herangetragen werden, die mich ins Zweifeln bringen, aber ich sage, ich weiß es besser. Hey, im Miteinander, ich weiß es besser. Und das ist im Grunde genommen etwas, was auch nicht weiterbringt, sondern es ist dieser ehrliche Zweifel. Und da sehe ich Thomas. Der ehrliche Zweifel, der da ist, der die Dinge nicht wirklich auch packen kann, der sie gerne packen möchte. Und das ist der Unterschied. Dieser Zweifel, der ehrlich gesagt wird, der ehrlich auch ausgedrückt wird, und dieser ehrliche Zweifel, das ist das, wo ich Thomas ansiehe. Und deshalb ist es für mich nicht Unglaube per se. Zweifel kann zu Unglauben führen, das stimmt. Aber Zweifel ist immer Begleiter des Glaubens. Je nachdem, was gemacht wird, je nachdem, in welcher Situation ich bin, Zweifel ist immer der Bruder des Glaubens. Und ein kluger Mann hat einmal gesagt, wer will, sucht Wege, wer nicht will, sucht Gründe. Wer will, sucht Wege, wer nicht will, sucht Gründe. Und manche Diskussionen, da geht es um Gründe, da geht es nicht um Weiterkommen. Da geht es um Rechtfertigung, da geht es um den eigenen Standpunkt zu verteidigen, da geht es darum zu sagen, hey, nee, so nicht, weil ich weiß es ja besser oder aber soll nicht an mich herankommen. Und für mich ist Thomas einer, der einen ehrlichen Zweifel hegt, weil die ersten beiden, sie suchen Gründe, aus den unterschiedlichsten Motiven heraus. Und wie gesagt, das kann manchmal ganz christlich daherkommen. Aber Thomas ist einer, der sagt, ich würde gerne, aber ich kann nicht. Und um wieder zu können, muss das und das passieren. Darf ich zweifeln? Vielleicht hat der eine oder andere noch den Vers aus Jakobus im Kopf, ein Zweifler, der meine nicht, dass er etwas von Gott empfange, so hat Luther es übersetzt, ist für mich nicht das hier. Sondern für mich ist es dieser Schritt wieder zum Glauben, aber der Zweifel hält mich davon ab. Und deshalb ein zweiter Punkt für mich, Jesus beantwortet ehrliche Zweifel. Ehrliche Zweifel, sie werden von Jesus beantwortet. Er lässt sich dabei manchmal aber Zeit. Er lässt sich dabei manchmal Zeit. Eine Woche vergeht für uns. 7 Tage oder 6 Tage ist ja nicht so schlimm. Aber wenn man sich in die Situation des Thomas mal hineinversetzt, ist eine Woche eine ganz schön lange Zeit. Mit dem Gedanken zu leben, und Matthias hat das eben auch so ein bisschen rausgebracht, Mensch, da war ich nicht dabei. Wäre ich doch, hätte ich doch.
Warum er nicht dabei war, wie gesagt, wissen wir nicht, aber Fakt ist, er war nicht dabei. Und das eine Woche auszuhalten, wirklich auszuhalten und dann auch mit dieser Spannung zu leben. Was ist denn? Die 10 wissen es und ich weiß es nicht. Die 10 haben es erlebt, aber ich habe es nicht erlebt. Jesus lässt sich manchmal Zeit. Johannes 11, Lazarus ist krank. Was macht Jesus? Er bleibt und geht nicht sofort. Nicht nachzuvollziehen. Aber manchmal ist es einfach so. Er lässt sich dabei Zeit. Aber er schafft auch einen Raum. Einen Raum, dass sich etwas verändern kann, als er sich zeigt. 7 Tage ist es her. Und dann ist es wieder Sonntag. Interessanterweise nicht unter der Woche, sondern am Sonntag ist er gekommen. Und wenn ihr mal Johannes 20 im Vorfeld lest und dann Johannes 20 da, wo es um Thomas geht, da werdet ihr merken, das scheint ein Duplikat zu sein, weil Jesus genau das Gleiche sagt, jetzt, als er vor einer Woche gesagt hat. Und für mich ein Zeichen dafür, dass Jesus weiß, da ist eine Lücke für Thomas. Da ist etwas, was überbrückt werden soll. Da ist etwas, was noch nicht da ist, aber da sein soll. Und so zeigt er sich und er wendet sich seinem zweifelnden Thomas zu. Ich sage bewusst nicht Ungläubigen, ich sage bewusst zweifelnden Thomas zu. Es ist schon schwierig, wenn man so gesagt hat, eine Woche vorher oder im Laufe der Woche, nee, so nicht. Und plötzlich steht der im Raum, an dem man gezweifelt hat. Was wird er jetzt machen? Und das Schöne ist, dass Jesus sich diesem Thomas zuwendet. Dass Jesus sagt, hier bin ich. Und dass er hineinkommt in den Zweifel und in die Sprachlosigkeit. Mit anderen Worten, Thomas ist für mich ein Beispiel, wie mit Zweifel umgegangen werden kann. Jeder kommt in seinem Leben an die Punkte, wo er zweifelt. An Menschen, an sich selbst, aber vor allen Dingen auch an Gott. Wenn das eben nicht übereinstimmt mit dem, was ich meine und dem, was ich erlebe. Und Thomas macht für mich etwas sozusagen wie so eine, ja, wie so ein kein Rezept, aber ein Weg gangbar für die und für uns, die zweifeln, indem er nämlich nicht mit seinen Zweifeln alleine bleibt. Er spricht sie aus. Und diese Gemeinschaft der Jünger hält diese Zweifel mit diesem Thomas aus. Da gibt es kein frommes Flästerchen nach dem Motto, aber so ist das denn, jetzt musst du es glauben, also hopp oder topf, friss oder stirb. Sondern sie gehen diese Woche miteinander, sie erleben diese Woche miteinander und dieser zweifelnde Thomas hat seinen Platz in der Gemeinschaft der Jünger. Und das ist für mich ein Bild geworden, auch für Gemeinde, dass in unserer Gemeinschaft der Gemeinde Menschen mit Zweifel ihren Platz haben. Und diese Möglichkeit besteht, diese Zweifel auch wirklich zu äußern. Das ist nicht so leicht. Lieber halte ich mein Glaubensgesicht nach vorne. Aber die Zweifel, wenn ich sie nicht loswerde, das ist meine Überzeugung, irgendwann werden sie die Überhand gewinnen. Und dann kann Zweifel zu Unglaube führen. Und deshalb macht Thomas das einzig Richtige, indem er den Leuten sich zumutet, in dem, wie er zweifelt. Auch in dem, was er sagt, was er anscheinend braucht, um wieder glauben zu können. Und Jesus hält es aus. Wenn er das aushält, wer bin ich, dass ich jemanden wegschicke, der zweifelt? Wer sind wir als Gemeinde, die wir das nicht aushalten könnten, wenn er es tut? Als Beispiel für die, die an dem Glauben, an dem Leben, wie auch immer, zweifeln. Und Jesus sagt, nee, nicht nur gucken, anfassen erlaubt. Und das ist eine Spannung für mich. Bei Maria Magdalena sagt er nein. Hier sagt er ja. Ja, was denn nun?
Und dann merken wir, es gibt keine logische Konsequenz. Es gibt ein individuelles Eingehen auf die Menschen. Und er weiß von seinem Realisten Thomas, dass der was Handfestes braucht. Und deshalb sagt er, hier bin ich. Leg deine Hände in meine Male und beginne wieder neu zu glauben. Wir haben die Geschichte gelesen und vielleicht ist es euch auch aufgefallen, er macht's nicht. Ist doch interessant, oder? Dieser Realist Thomas, der Beweise braucht, der Handfestes in der Hand haben muss, damit er auch sagen kann, jo, so ist es. Wir lesen nichts davon, dass er das macht. Wir lesen nichts davon, dass er hingeht und diesem Angebot Jesu Folge leistet, sondern er bleibt vor seinem Herrn stehen. Und er kann nur stammeln, mein Herr und mein Gott. Das ist für, nicht nur für mich, das ist für das Neue Testament eines der tiefsten Gottesbekenntnisse, dass Jesus als Gott angesehen wird. Und für die Juden damals ein Fauxpas. Mein Herr und mein Gott. Die Beweise werden plötzlich überflüssig. Vielleicht habt ihr das auch in eurem Leben erlebt. Da gibt es Fragen, da gibt es Dinge, die wir nicht verstehen und wir möchten gerne Antworten haben. Und die Antworten bleiben aus. Wir hätten gerne was Handfestes. Wir hätten gerne Beweise, wir hätten gerne Sicherheiten. Sicherheiten ist etwas, was ich für mich dann haben kann, dass ich in meinen Rucksack packe und je nachdem, wie die Zeit dann kommt, dann hole ich das raus und kann sagen, hier ist meine Sicherheit. Jesus sagt, nee, so läuft Nachfolge nicht. Er gibt sich selbst und keine Sicherheit. Und deshalb ist es immer wichtig, das nochmal neu zu hören, dieses Ich-Bin-Wort, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, aber ich bin auch der Weg. Und wenn er sagt, folge mir nach, ist es ein Weg, den er vorgeht und den wir nachgehen. Das heißt also, die Sicherheiten, die werde ich nicht bekommen, auch auf dem Weg der Nachfolge nicht, aber ich werde den haben, der vor mir hergeht. Ich werde den haben, wir kommen von Karfreitag her, wir werden gleich Abendmahl feiern, der sich selbst geschenkt hat. Den habe ich. Aber nicht in meiner Verfügung. Aber der hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wir haben es gerne andersherum. Und wir meinen, dieser Satz, den Thomas hören muss, ist eine Beschränkung des Glaubens. Ich persönlich denke, nein, eher andersherum. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Heißt ja, wenn ich sehen will, um glauben zu können, dann brauche ich etwas Handfestes. Also ich limitiere meinen Glauben auf diese eine Sache. Wenn das nicht passiert, dann kann Glaube nicht stattfinden. Und wenn Jesus sagt, selig sind die nicht sehen und doch glauben, dann geht es wieder um diese Beziehung. Und diese Beziehung setzt etwas frei, was mir Sicherheiten nicht geben können. Und das sind die Dinge, die mir eingefallen sind. Der Sinn des Lebens. Wir werden beim Jugendgottesdienst darüber sprechen. Was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Theologisch, intellektuell haben wir das sofort da. Was ist der Sinn meines Lebens? Oder die Hoffnung, die Perspektive. Ich kann mir ein Blättchen geben lassen, die Hoffnung, die du hast, die wird erfüllt werden. Super. Wer steht denn dafür gerade? Und ihr merkt es, auch die Gelassenheit angesichts dessen, auch was Matthias eben gesagt hat, jetzt, dass der Iran noch eingegriffen hat in den Krieg, Russland, die nicht aufhören will, all das in unserer unsicheren Welt, das macht schon Angst. Und dann nützt mir auch meine Sicherheit nicht, mein Zertifikat nicht, dass ich mich an die Wand nageln kann und kann sagen, alles gut, ich brauche jemanden, der mich begleitet. Und das macht Jesus mit Thomas, das macht Jesus mit dir und das macht Jesus mit mir. Das ist das, was er anbietet. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und wer weiß, wer das schon mal erlebt hat, eine Begleitung durch Menschen oder auch durch Jesus selbst, der weiß,
nichts, was ich in der Hand habe, kann das ersetzen. Und das wusste er bei Thomas, und das weiß er bei dir, und das weiß er bei mir. Und wenn wir nochmal zurückkommen vom Zweifel zum Glauben, dann ist es manchmal ein langer Weg. Weil Gottes Uhren anders gehen. Dann ist es manchmal ein Weg, den wir gerne abkürzen würden. Und wo es dann darum geht, auch ein Stück weit geduldig zu sein. Aber es ist ein Weg, wo ich das, was mich zweifeln lässt, adressieren kann, weil da jemand neben mir hergeht. Immer aus Jünger. Die haben sich Luft gemacht. Und Jesus hält es aus. Zurück zum Glauben ist nur dann möglich, wenn Jesus uns begegnet. Und meine These ist die, dass Jesus über diesen Thomas froh war, weil er ehrlich war und nichts vorgab, was nicht da war, sondern er hat das benannt und er hat gesagt, nee, so nicht, Jesus, also wenn dann. Und interessanterweise sagt Jesus, okay, du darfst gucken und du darfst anfassen. Und Thomas brauchte es nicht mehr. Das heißt, dass manchmal auch dieses Schauen überflüssig ist, also dieses Haben wollen, dieses Sehen wollen, dieses Sinnhafte, sondern dass diese Begegnung mit Jesus, der uns in der Regel heute nicht mehr so leibhaftig begegnet, eine andere ist. Und selig sind, die nicht sehen und doch glauben, macht er möglich, weil er uns begleitet auf diesem Weg, den er uns gehen heißt. Ein Weg, wo es auch darum geht, satt zu werden. Hier bei unserem Bier hier, nur gucken, nicht anfassen, bringt ja nichts, also von daher, nur so macht das Sinn. Beim Essen genauso. Das Auge isst mit, werde ich aber nicht satt von. Und das Schöne ist, dass das, was das als Beispiel dient, bei Jesus völlig anders ist. Weil es nicht um das Äußerliche geht, um das Handfeste geht, sondern es geht um das, dass er sich uns immer wieder neu zeigt. Und gerade in den Zweifeln. Und da, wo das passiert, da findet jemand zurück zum Glauben. Und deshalb mache ich uns Mut, auch in den Zeiten, in denen es uns vielleicht nicht gut geht, andere in Anspruch zu nehmen. Wir sind eine Gemeinschaft in der Nachfolge, wenn wir uns ernst nehmen. Und diese Gemeinschaft trägt. Aber dazu muss die Gemeinschaft wissen, wie es bestellt ist. Und das kostet Mut. Und manchmal erlebe ich es vielleicht auch, wie mein Vertrauen ein Stück weit, nicht sagen, man missbraucht wird, aber wo es vielleicht Dinge, die ich gesagt habe, plötzlich ich hintenrum höre, ach so, dir geht's nicht so gut, weil der hat mir das gesagt. So geht's nicht. So wird auch kein Raum geschaffen, wo Vertrauen möglich ist, wo Zweifel genannt werden, sondern die Dinge, die genannt werden, bleiben zwischen den Personen und Gott. Und das macht mir Mut und ich hoffe euch auch, dass da der Glaube neu gestärkt wird, wo Zweifel geäußert wird, wo Jesus sich zeigt. Er tut es und er wird es tun. Manchmal geht seine Uhren anders als meine, aber am Ende hat er noch keinen im Stich gelassen. Ich bete noch mit uns. Liebe himmlischer Vater, allmächtiger Gott im Himmel, durch deinen Sohn Jesus Christus hast du deutlich gemacht, was im Alten wie im Neuen Testament dein Anliegen war. Menschen zu ermutigen, um Vertrauen zu werben, damit Glaube entstehen kann. Und gerade bei Thomas ist es deutlich geworden, Herr, was notwendig ist. Und vielleicht gibt es den einen oder die andere heute Morgen auch, entweder hier oder später, die das dann zusehen werden oder nochmal nachschauen werden, wo dieser Glaube da, dieser Zweifel da ist an dem Glauben an dich, ob nun grundsätzlich oder auf dem Weg, das ist mal egal. Aber du hast gezeigt, dass du Glauben über Zweifel überwinden kannst, dass du zurückführen willst zum Glauben an dich, den Auferstandenen. Und ich bitte um Mut, das zu nennen. Ich bitte um Mut, ehrlich zu sein. Und ich bitte um Verschwiegenheit für die, die so etwas hören, dass man das dir bringt und nicht weiterträgt.
Danke, dass du uns zusammengestellt hast. Und daran gilt es, uns auch messen zu lassen. So wie du mit Menschen umgingst, das erwartest du von uns als Gemeinde. Und das gibst du auch. Wir danken dir dafür. Amen. Lasst uns ein Lied miteinander singen. Herr, ich komme zu dir. Ich lade ein, das genau zu tun, in einer persönlichen, stillen Zeit, wo wir vor Gott stehen. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Das kann Dank sein, das kann Bitte sein, das kann auch Zweifel sein. Eine Zeit, die ich dann mit einem Gebet von hier vorne abschließe und dann werden wir noch ein gemeinsames Lied singen. Nehmen wir uns diese Zeit der Stille. Herr Jesus, wir stehen jetzt vor dir. Im übertragenen Sinne. Du bist Gastgeber, du lädst ein an deinen Tisch. Und manchmal denken wir, wir müssten alles losgeworden sein, um kommen zu dürfen. Aber dein letztes Abendmahl mit deinen Jüngern macht deutlich, du lädst ein. Auch mit Zweifeln. Auch mit Überheblichkeit, auch mit Stolz. Mit Unversöhnlichkeit, Hartherzigkeit. Das sind Dinge, die uns immer wieder begegnen in unserem Leben, entweder an anderen oder an uns selbst und vieles andere mehr. Und dennoch haben wir Platz an dir, weil du damals gesagt hast, mein Leib für euch gegeben, mein Blut für euch vergossen. Und das birgt auch in sich, dass wir diese Gnade, die du uns gibst, dass diese Gnade uns verändert. Und so danke ich dir, dass wir kommen dürfen an diesen deinen Tisch, den du gedeckt hast, der alles bereitet, was wir brauchen, dich selbst. Und ich bitte dich, dass da, wo Menschen vielleicht heute Morgen genau das durchmachen wie ein Thomas oder ähnliches, Herr, dass du hineinkommst in deinem Mahl und stärkst und ganz neu Glauben wächst, Begegnung schenkst mit dir, dem Auferstandenen. Du bist der gute Hirte. Du hast dein Leben gelassen für deine Schafe und du kümmerst dich um sie. Und dafür danken wir dir von Herzen. Amen. Lass uns dieses Lied noch miteinander singen. Du bist ein wunderbarer Hirt. Du bist ein wunderbarer Hirte.
darf Klaus Dieter und Matthias nun nach vorne bitten. Sie werden beim Austeilen des Mahles helfen. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, er dankte, er brach es, er gab es seinen Jüngern und sagte: Nehmt und esst, denn dieses Brot steht für meinen Leib, den ich für euch dahingeben werde. Und so oft ihr von diesem Brot esst, erinnert euch an das, was ich für euch getan habe. Christi Leib für dich gebrochen. Christi Leib für dich gebrochen. Im Alten Testament sagt Gott seinem Volk: Dann bricht dein Licht hervor wie die Morgenröte und deine Heilung schreitet schnell voran. Deine Gerechtigkeit zieht vor dir her und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann antwortet der Herr, wenn du rufst, und wenn du um Hilfe schreibst, sagt er: Ich bin für dich da. Und nach dem Essen nahm Jesus den Kelch, reichte ihn seinen Jüngern und sagte: Nehmt und trinkt alle daraus. Denn dieser Kelch steht stellvertretend für das Blut, für mein Blut, das ich vergießen muss, damit Sünden vergeben werden können. Und so oft ihr aus diesem Kelch trinkt, erinnert euch an das, was ich für euch getan habe. Christi Blut für dich vergossen. Christi Blut für dich vergossen. Jesus sagt: Amen, Amen, das sage ich euch. Wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren haben in der Wüste das Manna gegessen und sind dann doch gestorben. Aber das ist das wahre Brot, das vom Himmel kommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das Lebensbrot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er das ewige Leben haben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib, und ich gebe ihn hin, um dieser Welt das Leben zu schenken. Und so wie aus vielen Körnern ein Mehl gemahlen wird und daraus entsteht ein Brot, wie aus vielen Trauben ein Saft entsteht, so eint uns der Glaube an Jesus Christus zu einem Leib. Zu seinem Leib. Amen. Vielen Dank. Ich lade uns ein, gemeinsam aufzustehen, das Vaterunser zu beten. Und wer möchte, kann gerne dann auch zum Schlusslied stehen bleiben. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und er behüte dich.
vor euch liegende Woche. Der Herr segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Er wende dir sein Angesicht freundlich zu. Gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Gott befohlen und bis bald.